Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen als Vertreter der Organisatoren im weitesten Sinne im gesamten Team. Ich begrüße Sie herzlich zur Konferenz Unmögliche Ordnung Europa macht und die Suche nach einem neuen Migrationsregime. Wir sind, das möchte ich von Anfang an gleich sagen, schon vor der Tagung begeistert von Ihrem Interesse und freuen uns über die zahlreichen Meldungen vorher und jetzt auch Ihr Erscheinen, heute, gestern schon und hoffentlich auch morgen. Als wir letztes Jahr mit der Planung dieser Tagung begannen, suchten wir nach dem, was Herr Sabo eben skizziert hat, dem Überwinden, ein Tagungskonzept, das überwindet die Linienführung des methodologischen Nationalismus. Aber parallel dazu sahen wir ihn vor uns. In England nahm die Brexit-Kampagne ihren vollen Schwung auf. Die UKIP genau in dieser Zeit veröffentlichte ihr berüchtigtes Breaking Point-Plakat. Es zeigte eine lange Schlange auf den Betrachter zuströmender junger, dunkelhäutiger, großteils Männer und forderte: "The EU has failed us all. Britain must break free of the EU and take back control of our borders." Dieses Poster bündelte all jene diffusen Ängste, die die UKIP jahrelang geschürt hatte. Furcht vor Flüchtlingen, Furcht vor der innereuropäischen Freizügigkeit, Furcht vor den Komplexitäten der Sozialpolitik und vor einer EU-Bürokratie, die zugleich zu viel und zu wenig Kontrolle ausübe. Die versprochene Lösung hingegen war einfach: Wir schaffen Ordnung durch Austritt und Abschließung. In diesem Isolationismus steht Großbritannien aber keineswegs alleine da. Der Ruf nach einer Wiederherstellung der Kontrolle über Nationalgrenzen schallt durch ganz Europa. Als Lösungsansatz setzt dies auf eine Reihe simpler, aber sehr irreführender Annahmen. Und wir haben heute ja schon einiges in diese Richtung gehört. Unter anderem suggeriert dies, dass Migration zuvor stabile Nationalstaaten und Gesellschaften aus der Balance bringe. Das ethnisiert nicht nur zahlreiche soziale Konflikte in den Gesellschaften, nivelliert die lange Geschichte sozialer Konflikte in Gesellschaften, sondern impliziert Anbetracht dieser Homogenitätsvorstellung auch eine vorherige ethnische Homogenität in Gesellschaften, europäischen Gesellschaften. Wenn diese in Europa aber je überhaupt existierte oder sich annäherte, dann als eine kurzfristige Folge von Krieg und Genozid. Zweitens behauptet dieser Ruf, dass Zuwanderung bis zur jeweils aktuellen Migrationskrise geordnet verlaufen wäre. Eine zentrale Erkenntnis der historischen Migrationsforschung ist hingegen, dass Migration per se viel stärker Gesellschaften verändert, als dass diese Migration kontrollieren können. Drittens überspielt diese immer wieder vorgebrachte Forderung nach sicheren Grenzen, dass Sicherheit ein Euphemismus ist für Tödlichkeit. Wer auf die Grenze setzt, so merkten wir in einem anderen Umfeld vor einiger Zeit an, muss dann letzten Endes bereit sein zu schießen. Hier am historischen Ort der Berliner Mauer sehen wir, dass aber auch tödlichste Restriktionen Druck nur verlagern. Langfristig schützen sie nicht vor Veränderungen und im Gegenteil, sie reduzieren die Möglichkeit, Veränderungen konstruktiv zu gestalten. Das gilt natürlich auch heute für das Mittelmeer und wenn wir genau hinschauen, sehen wir es vor uns jede Woche. Wir tolerieren, dass es als quasi natürliche tödliche Grenze jährlich tausende Menschenleben verschlingt, ohne dass eine Reduktion oder eine Kontrolle unregulierter Migration auch nur einsetzt. Die Liste ließe sich jetzt lang erweitern. Was sie verdeutlicht, ist, dass der Ruf nach Grenzkontrollen nichts anderes ist als ein demagogisch verkürzter Zugriff auf eine komplexe und durchaus konfliktreiche Situation. In dieser Konferenz heute und morgen wollen wir uns dieser komplexen Situation nähern. Wollen sie herleiten, reflektieren und vor allem verstehen. In den letzten Jahren mangelt es sicherlich nicht, Sie haben es schon erwähnt, an migrationshistorischen Konferenzen. Diese betonten, betonten, dass wir national und international über genügend Erfahrung verfügen, um gelassener mit Migration umzugehen. Die wiederkehrenden und immer wieder überraschenden Massenmigrationen des 20. Jahrhunderts füllen einen großen Pool an lehrreichen Erfolgen, aber wahrscheinlich noch viel lehrreicheren Fehlern, aus denen wir noch viel mehr lernen können. Zwischen diesen historischen Erkenntnissen und unseren heutigen Fragen klafft jedoch eine Lücke. Die letzten 30 Jahre. Die akademische Zeitgeschichte erhält sich oft diese Pufferzone von 30 Jahren, auch aus ganz strukturellen Gründen, zwischen Gegenwart des Schreibens und Analyse und des historischen Gegenstandes. Politik
und Sozialwissenschaften hingegen fokussieren oft auf die Erklärung des Heute. Für die einen sind diese 30 Jahre also zu langfristig, für die anderen zu nah. So trennen diese 30 Jahre die Gegenwartsanalyse vom politisch nur schwer nutzbaren Langzeitgedächtnis. Die Folge ist dann ein ewig wiederkehrender migrationspolitischer Schnappatmungsmodus, denn, wie wir gestern von Herrn Cattrall hörten, sind das genau diese 30 Jahre, in denen die Mythen gebildet werden über Gesellschaften. Wir sind darum hocherfreut, hier zahlreiche Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen und Künstler begrüßen zu können, die in diese so ferne Nahzeit vorstoßen. Denn die letzten 30 Jahre sind von einem fundamentalen Wandel geprägt. Als zwischen 1989 und 1991 der sowjetische Machtbereich zerbrach, verschwand auch ein Migrationsregime. Teils intendiert, teils als Nebeneffekt hatte der Kalte Krieg Migration limitiert, reguliert und zu entsprechenden Aushandlungsbereichen zwischen Regierungen geführt. Nun aber spekulierten Beobachter über eine neue Weltordnung in kürzester Zeit. Sie erinnern sich ja an die Bestseller über den multipolaren Kampf der Kulturen oder das Ende der Geschichte. Was immer wir über diese Thesen heute sagen, herauslesen können wir, dass in dieser Zeit die Welt neu über ihre Ordnung nachdachte. Und das beinhaltete auch Migration. Dazu sahen wir, wie sich Anfang der 90er alte Bewegungen verstärkten und neue formten. Dann kam der Schock des jugoslawischen Bürgerkrieges. Aus dieser Erfahrung heraus hoben sich in den frühen 1990er Jahren Forderungen, dass im Rahmen der europäischen Einigung ein europäisches Migrationsregime definiert werden müsse. Mit deutlich neoliberalem Unterton gingen die Analysten davon aus, Migration könne durch ein internationales Abkommen geregelt werden. Die expliziten Vorbilder dieser Beobachter waren Handelsabkommen, insbesondere GATT und GATS, was auf Migration übertragen werden sollte. Ergänzend zum Schengen-Prozess sollte dieses protokollbasierte Migrationsregime die, Zitat, geordnete und, Zitat, vorhersagbare Migration nach Europa gewährleisten. Trotz Unterstützung durch UN und einige europäische Regierungen jedoch folgte die Enttäuschung. Die entscheidenden politischen Akteure fanden eben nicht zusammen. Zu viele Interessen zerschlugen die Idee, dass die Suche nach einer neuen europäischen Migrationsordnung per Abkommen beendet werden könne. Aus unserer heutigen Sicht würde ich sagen, die Suche hatte gar erst begonnen. Im Kurs auf die Jahrtausendwende bewegte sich Europa aufeinander zu, Hoffnungen wuchsen und eine neue Generation von Wissenschaftlern begann zu argumentieren, dass Europa doch bereits über ein Migrationsregime verfüge. Und zwar nicht in Form eines Abkommens, sondern viel wirkmächtiger durch geteilte ökonomische Interessen, immer mehr supranationale Maßnahmen und eine verbesserungsfähige, aber gemeinsame Politikgestaltung. Das Regime verstanden sie dann nicht mehr im Sinne der Alltagnutzung eines repressiven Staatsapparates, zum Beispiel wie wir es im Ancien Regime oder im NS-Regime oft nutzen, sondern viel passender griffen sie zum Begriff aus den International Relations und der Regimetheorie. Per Definition speist sich dieser Regimebegriff, ein internationales Regime, aus impliziten und expliziten Prinzipien, Normen, Regelungen und Entscheidungsfindungsprozessen, die ein Thema, hier also Migration, rahmen und dann politischen Akteuren Einigungsmöglichkeiten die Türen öffnen. Dies bedeutet, diese Akteure sahen nun im Migrationsregime einen internationalen Aushandlungsprozess, eine Suche, einen dezentralen, aber konvergierenden Markt an Regelungen, wie wir es heute vielleicht am besten im Ölpreisregime kennen oder im Klimaschutzregime, die auch nicht abgeschlossen werden können. Damit erkannten sie an, dass Migration per se nicht abschließbar ist, nicht gelöst werden kann. Weder durch Abkommen noch durch sichere Grenzen. Vielmehr können Politik, Administration und andere Faktoren sie erleichtern oder erschweren. Seitdem sehen wir Migrationsregime also keinen schlichten Machtausdruck mehr, in dem ein Abkommen umgesetzt wird, sondern einen Prozess oder, wie Herr Holtmann es nennt, eine Arena, in der Macht ausgehandelt wird. In den 2000er Jahren geriet dieser Ansatz dann in eine ernste Krise, denn erstens wich die, man könnte sagen, Euphorie der Skepsis. Zweitens formierte sich innerhalb der Migrationsforschung eine zunehmende Kritik am Embedded Liberalism, dieser Perspektiven auf das Migrationsregime. Denn bisherige Beobachter suchten in erster Linie eine Migrationsregulation zugunsten ökonomischer Interessen. Inwiefern, fragte dann eine neue Generation an Forscherinnen und Forschern,
ist dies denn menschenrechtskonform möglich? So erhöhte die intensivierte Sicherung der Außengrenzen zwar die Restriktion, aber nicht die Kontrolle. Die bisherigen Beobachter, so schließen diese Forscherinnen und Forscher, hatten in ihrer Suche nach einer Ordnung einen ganz entscheidenden kollektiven Akteur vergessen, nämlich die Migranten. Ein mexikanischer Witz sagt, der wichtigste Effekt eines 4 Meter hohen Zaunes ist, dass die Produktion von 5 Meter langen Leitern gesteigert wird. So widmet sich die aktuelle Migrationsforschung ganz entscheidend der Rolle von Migranten und Hilfsorganisationen im Regime. Hier gehen dann die Ansätze auseinander. Einige Forscher sprechen von Kämpfen der Migration gegen Regulation, andere von, wie Giuseppe Scottino, den wir noch hören werden, von einer doppelten Kontingenz, also einem stets unberechenbaren Einfluss sowohl von Migranten als auch der Staatlichkeit auf das Regime. Ungeachtet der Herangehensweise stimmen sie darin überein, dass Migranten ganz wie politische Akteure oder Institutionen über eine begrenzte, aber bedeutsame Macht verfügen. Damit rücken komplexe Aushandlungen von Macht ins Zentrum heutiger Forschung zu Migrationsregimen. Das spiegelt sich eben auch in unserem Tagungstitel. Nun geschieht in Europa in den letzten Jahren aber was ganz Entscheidendes und was Überraschendes. Je deutlicher wir sehen, dass Migration nicht einfach steuerbar ist, desto fester klammern wir uns an die Idee der Grenze. Wie eine Mauer soll nun das Mittelmeer mit seiner Grenzschutzagentur Frontex und unterstützenden Institutionen die Wahrscheinlichkeit erfolgreicher Migration verringern. Die Staaten hinter den Alpen sichern sich, mehr schlecht als recht, durch sogenannte Paper Walls ab. Regelungen, die nach einem erfolgreichen Überwinden des Meeres eine Aufnahme verhindern und Verantwortlichkeiten zurückdelegieren. Die südlichen Küstenländer merken als erstes, dass das nicht funktioniert. 2011 standen Silvio Berlusconi und der damalige deutsche Innenminister Friedrich vor tausenden afrikanischen Migranten auf Lampedusa. Berlusconi betonte, diese Flüchtlingskrise, Zitat, sei kein italienisches, sondern ein europäisches Problem. Friedrich konterte, Italien muss ein Problem selbst lösen. Zitat. Ein paar Jahre später scheiterte dann Deutschland an dem Versuch, für das nun angekommene Problem eine europäische Lösung zu finden. Es blieb nichts anderes als die Rückkehr zum Grenzdogma und damit eigentlich zu einer innereuropäischen Misstrauenserklärung. Kurzum, wir sehen, dass einfache Regulierungen an der Komplexität von Migration scheitern, versuchen aber, diese Komplexität auszuhebeln, indem wir mehr Regulation einführen. Diese kognitive Dissonanz kostet derzeit tausende Menschenleben und treibt auch Europa immer weiter auseinander. Wir sollten, so der Ansatz dieser Tagung, uns aber erst einmal dieser Komplexität widmen. Sie zuerst verstehen, bevor wir sie politisch bearbeiten. Dabei ist es unser Ziel, jetzt mit beiden Beinen fest im Jahr 2017 zu stehen, den Blick aber zurückgleiten zu lassen. Erstens, um zu verstehen, warum wir eben keine einfachen Lösungen anbieten können. Und zweitens, auch, dass wir über eine Vielzahl an Erfahrungen verfügen, aus denen wir schöpfen können. Diese können uns teilweise beruhigen, sollten uns aber auch teilweise beunruhigen. Wir wollen damit dazu beitragen, diesen repetitiven Panikmodus nationaler und europäischer Öffentlichkeiten hinter uns zu lassen. Spätestens seit dem Fall der Mauer, bestimmt schon vorher, aber seitdem auf jeden Fall auch auf Analystenebene, suchen wir nach der einen Migrationsordnung. Wir werden sie nicht finden. Die Aushandlung ist das Ziel und sie sollte auch im Brennpunkt unseres analytischen Interesses stehen. Darum ist es entscheidend, mit wem und wie wir aushandeln, welche Eckpunkte wir definieren, welche Sprache wir wählen. Der Kampf gegen die politisch korrekte Sprache ist in dem Sinn natürlich auch ein Kampf genau gegen diese Komplexität. Welche Sprache wir wählen und vor allem welche Ängste, Illusionen, Mythen wir pflegen oder aufgeben. Nicht nur das Migrationsgeschehen, auch unser Umgang mit Migration verändert stets das, was wir als Europa begreifen. Und darum ist ein Kernsatz unserer Planung die lange Suche nach einer europäischen Migrationsordnung auch die Suche nach der europäischen Zusammengehörigkeit, vielleicht sogar nach einer europäischen Identität. Diese Zweiseitigkeit zieht sich durch die Konferenz. Bitte beachten Sie, Marion Detjen wies schon darauf hin, dass Sie im Haus den aktuellen Programmflyer erhalten. Wir werden uns heute von der Makroebene der Zuschreibung und den Zugehörigkeiten bewegen über die institutionellen Fragen
hin zur Mikroebene, spezifisch hier auf die Grenze hinzu. Im Anschluss an die gestrige Keynote diskutieren wir dann am Abend die globalen Auswirkungen des europäischen Migrationsregimes. Morgen nähern wir uns dem Thema aus diskursiver Sicht an. Dies beginnt mit einem Blick auf die transformative Kraft sozialer Bewegungen, von der Integration bis zur Xenophobie. Danach werden die Studierenden des Bard Colleges ihre Ausstellungsstücke vorstellen und diskutieren, bevor wir im letzten Panel verschiedene narrative Modi erkunden, Migrationsgeschichte zu erzählen. Um der Komplexität des Migrationsregimes gerecht zu werden, tritt hier die Wissenschaft in den Austausch mit Kunst, Politik und auch Aktivismus. Dies umfasst auch das Rahmenprogramm, auf das ich nochmal hinweisen möchte, nämlich erstens die eigens für die Konferenz eingerichtete Ausstellung und morgen die Theaterperformance im Anschluss an die Führung. Dieses interdisziplinäre und transakademische Programm beruht auf einer breiten Allianz und deshalb erlauben Sie bitte noch die Zeit, auch wenn Herr Sabro sagte, wir sind mit der Begrüßung vorbei, noch ein paar Dankesworte zu formulieren. Diese Dankesworte gehen zuerst an das gesamte ZZF, die großzügigen Sponsoren, die Bundeszentrale für politische Bildung, die Andrea von Braun Stiftung und hier unseren Gastgeber, die Stiftung Gedenkstätte Berliner Mauer. Herr Sabro, Herr Krüger, Herr Klausmeier, wir danken Ihnen persönlich und stellvertretend für Ihre vielen Mitarbeiter für die Unterstützung. Das Bard College warf sich begeistert in die Arbeit, insbesondere Carrie Bystrom, Charlotte Bocone und Bendetta Roux. Dazu natürlich auch, sie ist jetzt wieder gerade aktiv unten, Irina Stelea. Michelle Howard und ihre Studierenden der Wiener Akademie der Bildenden Künste bauten in Rekordzeit die Pop-Up-Ausstellung, die Sie außen sehen können. Diese zeigt äußerst spannende Exponate der Studierenden des Bard Colleges, die dann in ihrer Arbeit von Lana Idris und dem Flux-Kollektiv unterstützt wurden. Darüber hinaus sind wir vielen Personen an der American Academy, dem Centre Marc Bloch, dem Nanovic Institute for European Studies an der University of Notre Dame und meiner Heimatinstitution, dem IMIS in Osnabrück, zu Dank verpflichtet. Abschließend möchte ich drei Personen vorheben. Als erstes möchte ich Professor Thomas Lindenberger danken. Ohne den es diese Konferenz grundlegend einfach nicht geben. Ganz wichtig dazu, darüber hinaus, ist Henrike Vogtländer. Sie sagten es schon, sie ist gerade irgendwo anders. Sie hat in den letzten Monaten eine logistische Meisterleistung vollbracht und ist auch hier jetzt verantwortlich dafür, dass alles läuft. Und es läuft. Danke. Ganz persönlich möchte ich mich dann abschließend bei meiner Mitstreiterin Marion Dittchen bedanken. Marion, es würde mich freuen, wenn unsere Zusammenarbeit, wir kannten uns zuvor nicht, wenn unsere Zusammenarbeit ein Wegweiser vielleicht ist für das Zusammenfinden zwischen Zeitgeschichte und historischer Migrationsforschung auf dieser Konferenz und darüber hinaus. Und damit möchte ich schließen und eröffne sofort im Anschluss das erste Panel. Besten Dank.